Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Mavi-Länder. Heute in dem Video muss ich lernen. Ja, ich habe den Klassenarbeits-Adventskalender. Jeden Tag gibt es einmal ein neues Türchen mit einer tollen neuen Klassenarbeit, die mir so viel Freude bereitet. Und ich habe jetzt keine tollen Tipps, so aus so Büchern für euch, die euer Leben verändern, aber vielleicht hilft es euch ja zu sehen, wie ich lerne und dass ich lerne. Vielleicht kann ich euch ein bisschen motivieren und ja, ich bin jetzt gerade schon so einen tollen Kalender hier ausgedrückt. Ich habe einfach eingegeben, Kalender, Dezember, bei Google und dann kommt diese Vorlage. Drückt euch einfach irgendeine aus, aber wenn ihr schon so einen coolen Kalender habt, dann tragt es natürlich da rein, aber ich würde einfach irgendwas haben, damit ich schon so einen Überblick habe, was ich alles machen muss oder wann ich was schreibe, weil gerade bin ich etwas ratlos. Und ja, Step 2 ist auf jeden Fall aufräumen. Räumt euren Schreibtisch auf. Bei mir ist jetzt ist nicht ganz so viel Chaos. Ich habe da nur ein, zwei Schminksachen noch liegen, die räume ich jetzt weg. Und dann gucken wir mal in meiner tollen App. EduPage, habt ihr auch EduPage? Das ist so eine Schul-App, da stehen alle Klassenarbeitstermine drin. Und dann tragen wir mal alle ein und gucken mal, wie toll mein Dezember wird. Mein Geburtstag kann ich schon mal eintragen. 14. Step 3, macht euch einen Tee, könnt euch eure Finger dran wärmen oder auch verbrennen, wie ich gerade. Ich trinke immer Kamillentee, ich liebe Kamillentee, seit ich krank war in London. Ich trinke nur das. Okay, ich räume jetzt mal eben schnell meine Sachen hier weg und dann geht's ab. Okay, das Aufräumen ging überraschenderweise schnell bei mir dieses Mal. Jetzt brauche ich noch meinen Stift. Dann gucke ich mal, was ich hier alles eintrage. Guck mal, wie süß mein Stift ist. Bin fertig, das ist mein toller Kalender. Also hier meine Geburtstagswoche sieht ja super aus, ne? Überrascht mich, dass ich an meinem Geburtstag nichts schreibe. Also, ich drehe den Blog hervor. Wir haben jetzt gerade noch November. Heute ist der 26. November und am Dienstag schreibe ich jetzt Geschichte. Das heißt, ich muss heute auf jeden Fall Geschichte lernen. Geschichte ist nicht so mein Lieblingsfach. Sorry. Und dann habe ich Freitag Philosophie. Dafür muss ich auch lernen. Dann als nächstes Physik und dann hier, davon muss ich eigentlich nicht so viel lernen. Englisch, Französisch. Ja, Französisch muss ich viel lernen. Ja, und mein Endgegner Mathe ist dann am 18. So, und jetzt gehe ich runter. Habe nämlich eine schöne Ablenkung gefunden, die mich jetzt zum Lernen abbringt. Essen! Es gibt Wraps. Wrap mit Kamillentee. Geil. So, los geht's, Leute. Ich habe jetzt alles, was ich brauche. Mein Notizblock, mein iPad, wenn ich Lernzettel machen will. Mein Schul-iPad. Mein Handy und mein Laptop, der macht gerade noch so ein Update. Das war jetzt nicht so schlau, es genau jetzt zu machen. Ah, und meine Duftkerze. Tada! Und ich wollte euch mal so eine App zeigen. Das ist jetzt keine Werbung, aber ich fand die cool. Die heißt No Unity und da gibt es ganz viele so Lernzettel schon. Also man kann hier sowas suchen. Ihr seht, ich habe mir schon nach Geschichte gesucht, halt vor März bis Revolution. Und dann kommen hier halt schon ganz viele so fertige Lernzettel. Jetzt ist Werbung. Hallo! Ja, ich war zu geizig, mir die Vollversion zu kaufen. Aber es ist halt voll cool, wenn man direkt schon Lernzettel hat und den ich selber machen muss. Da gibt es halt ganz viel Auswahl. Und dann gibt es hier auch so Quiz-Sachen, die man machen kann. Weiter! Wenn ihr zum Beispiel so einen Lernzettel gefunden habt, den ihr gut findet, dann könnt ihr auch den speichern. Ich habe jetzt hier schon so einen Ordner gemacht, diese Geschichte. Und dann gehe ich hier drauf und es ist im Ordner drin. Guckt, ich habe ganz viele Lernzettel schon gespeichert. Ich habe hier auch so Karteikarten gespeichert und dann kann man da so was lernen, zum Beispiel, was steht man unter dem Begriff Vormärz und tippt man so drauf und dann wird es da erklärt und dann kann man swipen, ob es gut war oder ob es schlecht war. Genau, das mache ich jetzt ein bisschen. Ich habe Pause gemacht, ich kann nicht mehr. Ich habe Schokoreis noch drin gegessen. Mein Lieblingssnack im Moment. Ihr müsst auch Pause machen und essen, Leute. Die gibt es bei DM oder bei Müller. Sehr lecker. Und jetzt habe ich hier meine Lernzettel gemacht. Wow, cool. Ja, ich muss sie jetzt noch auswendig lernen und dann habe ich auch gleich keine Lust mehr. Ich ja nicht. Genug gelernt für heute. Wir sind in der Stadt und gucken, wie schön die es aussieht. Vielleicht wird es auch dunkler, aber ich kann euch schon mal zeigen. Guck mal, da ist schon ein Weihnachtsbaum und da die ganze Straße ist dekoriert. Aber ihr müsst euch im Dunkeln sehen.
Leute, die haben meinen Gingerbread Latte versaut. Der schmeckt nur nach Kaffee, der schmeckt gar nicht nach Gingerbread. So würden die Pretty Little Liars rumlaufen, Leute. Die riecht nach Weihnachten, hol ich die von H&M Home, aber ich habe schon so viel Weihnachtskerzen. Hey, ich bin aus der Stadt zurück zu Hause und eigentlich wollte ich ja jetzt mir nochmal Geschichte angucken, aber dann dachte ich mir so, nee, ich zeige euch wieder mein Home, was ich gekauft habe in der Stadt. Ich hätte jetzt mehr Bock drauf. Ich war jetzt erst bei Zara Home und jetzt zeige ich mal, was ich da geholt habe. Also einmal erst so ein Kalender, den fand ich cool, das ist so ein Monthly Planner. Und der ist voll cool. Also ich will das jetzt nicht hier ganz aufreißen, aber kann man halt für die Monate immer die Tage so planen, halt so einen Kalender. Und der ist schön groß für auf dem Schreibtisch. Und dann habe ich das hier geholt. Das ist so ein Anzug für einen Hund, weil wir kriegen bald einen Hund. Aber mehr dazu bald mehr. Und das kann man hier so anziehen. Und bitte guck, wie süß es ist. Und es ist so weich von innen. Und es ist kariert für Weihnachten. Das ist das süßeste ever. Und dann habe ich noch den Schlafanzug hier geholt. Den fand ich so schön. Boah, das ist hier so ein Oberteil mit so einem Hemd. Und da sind so Mistelzweige drauf. Und das ist die Hose dazu. Den fand ich voll cool. Und schön für Weihnachten. Ich glaube, den ziehe ich gleich schon direkt an, wenn ich schlafen gehe. Und dann hier noch so schöne Geschenkkarten. Guck mal, die sind voll süß. Für Weihnachten in so einem schönen Set-Kombi. Und dann kann man hinten was draufschreiben in verschiedenen Designs. Und ich finde, die sehen einfach so ein bisschen hochwertiger aus. Ich habe in der Kids-Abteilung geholt. Bei Zara Home Kids gibt es immer die schönsten Sachen. Dann war ich noch bei Zara. Klamotten Zara. Und da habe ich einmal diesen Pulli hier geholt. Der ist aus Strick und der ist schön kuschelig. Einfach grau und warm. Hat hier noch so schöne Bündchen, so breite Ärmel. Genau, so ein Strickpullover. Da. Und diese Jacke, die wiegt 60 Kilo. Aber die fand ich irgendwie cool. Also es gibt bestimmt Leute, die sagen, die ist richtig hässlich, sind die auch schon beim Opa, aber ich fand die cool, weil das ist hier so eine Sweatshirt-Jacke, das soll aussehen, als wäre eine Sweatshirt-Jacke unter so einer gestrickten Jacke. Übrigens, sorry, wenn das Licht immer so jup geht, das ist mein Baum. Den habe ich nicht richtig eingestellt und der blinkt die ganze Zeit oder geht an und aus, aber ich hatte jetzt keinen Bock, den richtig einzustellen, I'm sorry. Und das ist halt so eine Kapuzenjacke, cropped und so aus Strick. So richtig dick. Die fand ich irgendwie jetzt nicht angesprochen. Und dann habe ich hier einfach noch so ein basic weißes T-Shirt geholt. Die finde ich voll schön. Da hatte ich auch so eins im Pink von letztes Jahr. Das ist schön stretchy und so ein bisschen cropped. Kann man das dann irgendwo drunter ziehen. Oder halt so Jeans einfach. Und ja, das war mein Haul aus der Stadt, was ich gekauft habe. Und ich glaube, jetzt chill ich erstmal ein bisschen und dann gucke ich mir gleich noch meine Geschichte-Sachen an. So, ich liege jetzt hier gerade schon im Bett bei den Lernzetteln für Geschichte. Das Wartburgfest, Leute, was ist das? Ja, ich habe jetzt alles nur auf Papier geschrieben, was ich auch auf meinem iPad geschrieben habe. Weil ich kann mir das so besser merken, wenn ich die Sachen aufschreibe. Und jetzt habe ich hier meine 4 Lernzettel und irgendwie ist das bequemer, wenn ich damit jetzt im Bett liege, also beim iPad. Und jetzt gucke ich mich einfach so mal an, ich lese mir alles durch und dann frage ich mich so selber ein bisschen ab. Wisst ihr, dann mache ich so Wartburgfest, dann sage ich mir so alles im Kopf aus, was ich dazu weiß. Und dann gucke ich, ob es richtig war. Und dann lerne ich halt noch ein bisschen auswendig. Ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich hoffe, es wird gut. Und dann lege ich die Lernzettel. So eine Tradition bei mir. Unter mein Kopfkissen. Weil dann habe ich so das Gefühl, das geht dann so alles über Nacht in meinen Kopf rein. Ja, ich bin manchmal ein bisschen abergläubisch, aber hey, so bilde ich mir wenigstens ein, dass es funktioniert. Und dann bin ich mehr confident und denke, dass ich es schaffe. Ja. Ich bin jetzt schon meinen Schlafanzug an, den ich gekauft habe. Ich finde, der ist voll schön. Meine Mama war nicht so begeistert von dem, weil sie meinte, den müsste man ja jeden Tag bügeln. Aber das stimmt auch, der zerknittert so leicht. Der ist aus so einem dünnen Stoff, den man immer so bügeln muss. Ein bisschen doof. Aber ja. Ich beende jetzt auch mal den Vlog hier, damit ich jetzt so ein bisschen lernen kann. Ich mache jetzt eh nicht mehr viel, was für euch spannend ist. Und ja, ihr könnt gerne den Daumen nach oben da lassen. Und ihr könnt gerne mal kommentieren, wie ihr findet, dass ich mich halte mit dem Mavilander, wie ihr den findet. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran und er gefällt euch, weil er verlangt wirklich alles von mir. Es ist schon anstrengend, aber ich mache es gerne.
Weil ich habe mich auch so gefreut, als ich gesehen habe, dass ihr euch so gefreut habt, dass wieder Marvi-Länder kommt. Das war voll süß, auch all die Fanpages und so. Also vielen, vielen Dank für euren Support. I love you. Dankeschön. Und ja, dann sehen wir uns morgen im nächsten Marvi-Länder wieder. Ich freue mich, dass wir back im Game sind. Vergesst nicht zu kommentieren, was neu im Adventskalender drin war. Das lese ich mir voll gern durch. Bis dann nicht noch. Wünsche mir Glück und bis morgen. Adios.